Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marlene Schön. Ich bin aktuell Masterstudierende an der FH St. Pölten im Bereich soziale Arbeit. Und letztes Jahr stand ich vor einer ziemlich großen Herausforderung in meinem Studium, nämlich, dass ich mir selber Praktika oder neue Lerninhalte aneignen habe müssen, diese auch organisieren habe müssen und planen habe müssen. Und dann kommt man als Erstsemestriger da so rein und steht dann vor dieser riesigen Aufgabe. Und es ist ein sehr großer Berg und man weiß eigentlich nicht, wo man anfangen soll. Und um ehrlich zu sein, das gibt es ja nicht nur im Studium. Es geht immer darum, wie man sich neue Sachen aneignet, wie man eine Struktur findet, solche Sachen zu machen. Und ich hatte das Glück, ich bin über eine sehr interessante Struktur gestoßen, die LernOS, und möchte jetzt gern meinen Kollegen Herrn Clemens Stieger bitten, diese kurz vorzustellen. Das war wirklich ein schönes Experiment, weil ich bin Berater für Personal- und Organisationsentwicklung und haben dort die riesen Herausforderung, wie gelingt denn das, dass wir dieses kontinuierliche Lernen und vor allem auch Lernen am Arbeitsplatz implementieren. Da fehlen uns oft die Werkzeuge. Wir haben gute Erfahrungen aus den Schulen, aus Trainings und auch so strukturierten Lernformaten, aber wie selbstorganisiertes Lernen, Lernen am Arbeitsplatz und auch selbstverantwortliches Lernen ausschaut, haben wir wenig Hilfe. Und die LernOS ist ein Betriebssystem für ein selbstorganisiertes Lernen, auch ein Werkzeug für lebenslanges Lernen und das ein paar Strukturelemente beinhaltet und die haben wir angewendet und die Marlene hat das auch durchlaufen und nutzen können und die würden wir gerne im Rahmen der so kurzen Zeit knackig vorstellen und schauen, ob das auch nicht Nutzen sieht, weil wir dann durchaus Anwendungsfelder sehen. Genau, es kommt ein kurzer Umriss, was diese LernOS eigentlich bedeutet, wie der Clemens schon gesagt hat, was für einen überraschenden Mehrwert ich zum Beispiel auch aus dieser Struktur herausgefunden habe für mich persönlich. Und ein kurzer Umriss, wo in der Lehre, in der FH, aber vielleicht auch im einfach alltäglichen privaten oder beruflichen Leben dies anzuwenden sein könnte. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihr Kommen und auf Ihr Zuhören bei unserem Vortrag und freuen uns auch auf nachher weiterführende Gespräche mit Ihnen.